Real Fishing. Ich kann ihn sonst auch cashen, wenn du magst. Ja, aber ich glaube, ich bringe jetzt hier. Also, ich glaube, dass er auch nicht zu groß ist. Oh ja. Jawohl. Petri. Yes. Geil. Jawohl. Yes. Hat sich's gelohnt. Hat sich wieder gelohnt, dass ich früh aufstehe. Ja? Jawohl. Petri. Petri, danke. Fisch. Kann ich mir schaffen. Alles gut. Eh gleich da. Na, alles gut, ist eh gleich da. Aber da habe ich ihn. Hey, passt. Super, hey. Hauptsache, ich habe da mal Kronen in der Kiste. Alter Schwede. So, und da habe ich auch meine Freiwasserhecht. Größe, ja, mei, kann man sich nicht aussuchen. Aber Biss war trotzdem geil, richtig reingeknüppelt. Und genau, Drill war natürlich dann ein bisschen überschaubar. Aber ich habe es auch noch geschafft. Jetzt schauen wir mal, was noch so kommt. So, Tag 2 am Traunsee geht jetzt los, beziehungsweise ist schon losgegangen. Wir können uns wirklich nicht beschweren, denn es hat schon richtig gut geklappt heute mit dem Hechtfischen. Martin, Glückwunsch zum ersten Meter für dich dieses Jahr am Traunsee. Genau, danke. Hat genau gepasst. Wir hatten ihn noch nicht gemessen, als wir ihn in die Kamera gezeigt haben, aber genau den Meter. Ja. Super Fisch. Und genau, ich habe dann auch gezeigt, dass man nicht immer nur große Hechte fangen muss im Freiwasser, sondern dass man ja auch mal die kleinen Hechte ehren sollte. Von ja. Bisher war er sowieso geil, danach halt dann nicht mehr so viel, aber... Ja, zwei Fische. Kann man sich nicht beklagen, ja. Genau, absolut. Perfekt. Dafür, dass wir schon sehr viel Zeit jetzt ins Werfen investiert haben und sich die GoPro dann meldet, ist das super. Später zeigen wir euch dann ein bisschen das Tackle, das wir jetzt die Tage hier gefischt haben. Wir werden jetzt die Drift noch weitermachen, ein bisschen auf Barstand umsteigen. We'll be right back.
wir nutzen jetzt mal kurz hier die Chance, wo wir jetzt ganz gut Barsch gefangen haben, um euch eben ein paar Tipps zu geben, wenn ihr an Traunsee kommt, mit was für Tackle und für Ködern ihr fischen könntet und ja, damit Erfolg haben könnt. Wie gesagt, wir haben jetzt in der letzten Stunde, denke ich, knapp an die 30 Fische wieder gefangen. Ja. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Ködern an. Der Köder des Trips, willst du dir mal kurz vorstellen? Genau. Also ich habe jetzt am meisten mit dem Bassbait gefischt. Absolut genialer Crankbait, läuft so zwischen 2,5 und 3 Meter. Und ja, die Ködergröße mit 5 cm eigentlich optimal jetzt für die Barsche, die was ziemlich flach stehen und auch die Burt noch relativ klar ist. Also da passt er genau in das Beuteschema. Lässt sie leicht führen, eigentlich nur auswerfen und monoton einkurbeln und ab und zu ein paar Stops drin. Und so ist der eigentlich am fängigsten gewesen die letzten Tage. Genau, die Naturfarben sind ganz gut angekommen, genau. Haben beide mit etwas bedeckteren Farben gefischt und eben mit diesem Weiß, das kam gut an. Zweite Köderart, die natürlich nicht fehlen darf, ist ein ganz normaler Gummifisch. Das ist jetzt hier der Hypothesen 6,5 cm in der Farbe Motor Oil. Das war jetzt die Farbe, die für mich die meisten Bisse gebracht hat. Liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, dass ich ihn so professionell aufgezogen habe. Da läuft er natürlich ganz anders und ihr fangt viel mehr Fische. Also auf jeden Fall kopieren. 7,5 Gramm Kopf. 5 würden wahrscheinlich auch reichen, weil wir dann doch sehr flach fischen. Aber ja, mit 7,5 spürst du es einfach besser. Genau, und nachdem die Barsche relativ aktiv sind, macht es keinen Unterschied. War es gut. Farbentechnisch Motoröl, also relativ dunkel, aber auch du hast auf den 5 cm Shatties gut gefangen. Genau, und ziemlich natürliche Farbe. Also, wie gesagt, die Barsche sind aktiv und. So viel falsch kann man wahrscheinlich gar nicht machen. Ja, aber wie gesagt, die Ködergröße, glaube ich, wie wir da sind, ist schon ganz wichtig. Richtig, ein bisschen experimentiert so mit 7 cm, da bleiben die Bisse dann recht schnell aus. Ja. Genau, routentechnisch fischen wir eigentlich relativ identische Routen, genau. Unterschiedlichen Klassen. Die Finesse Texas Carolina 5 bis 15 Gramm, ich hier die W3, du die W6. Genau. 15 Gramm Spinnrouten mit 2500er Stationärrollen. Genau. 008er geflochtene. Genügt für die Fischerei. Absolut. Genau. Was ganz wichtig war, was man auch gesehen hat, als ich mit der Baitcaster nebenher gefischt habe, war, dass ihr doch eine kleine Wurfreichweite braucht, weil gerade wenn ihr mit dem Bassbait angelt, musst ihr ja erstmal runtertauchen. Und da tut es gut, wenn die Köder vielleicht 5, 10 Meter weiter fliegen, weil sie dann eben früher schon unten sind und früher von den Barschen oder früher in diesem Angriffsfenster von den Barschen sind. Genau, und genau, das war so das Einzige, deswegen sind wir dann auch irgendwann umgestiegen und eine relativ weiche Spitze hilft euch nicht zu viele Aussteiger zu haben. Genau, so viel zum Gerät. Wir werden jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter auf Barsch angeln, aber es kommt dann hoffentlich bald der Wetterumschwung. Noch sehen wir nicht am Himmel, aber jetzt widmen wir uns dann gleich wieder dem Hecht und schauen, ob wir dann noch einen raushauen. Länger nicht gemeldet, waren auch mehr damit beschäftigt, nicht komplett zu verbrennen. Es ist heute wieder warm. Dieses ominöse Regengewitter, was auch immer das angekündigt wurde, ist weit und breit nicht zu sehen. Haben jetzt ein bisschen auf Hecht geworfen, dann wird es uns zu warm. Sind jetzt noch mal ein bisschen auf Hecht, auf Barsch umgestiegen. Jetzt ist aber ein bisschen Wind aufgekommen. Dementsprechend, ja, die Vorfreude steigt ein bisschen. Ein bisschen werden wir es noch auf Barsch probieren und dann steigen wir wieder auf Hecht um. Haben uns noch eine Pizza genehmigt und genau. Schauen wir mal, ob die Hechte sich auch noch mal einen Shatties genehmigen werden später. Hoffen wir's. Unter Boot rausgezwirbelt. Hinten geht's ab. Läuft?
Da bumsen die die Dinger weg, hey. Ist hoffentlich niemand drin. Ja. Ist gar nicht so klein. Der ist besser. Oh ja. So verkackt sich Scheppi. Yes! Ja, also ich denke, das war auch so mit das Größte, was ich bis jetzt so die Tage dran hatte vom Gefühl her im Drill. Boah. Du. Oh oh. Bist du da? Ja. Ja, ja. Kämpferherz vor allem. Oh oh. Schnaubt dich in die Barsche. Ja. Hey, jetzt waren wir. Mega, hey. Hey, da stehen wirklich alle drunter. Ja. Hey, das nächste Buch geht aber mir, gell? Lauter schöne Barsche. Das ist so. dreistellig. Ja. Leider werden sie auch wieder kleiner hier. Oh ja, die kennen wir noch nicht da. Ja. Kenn ich. Ah! Das Witzige ist, wenn es jetzt dann nicht mehr ging. Oh, der ist besser? Ja. Glaube ich. Nee, doch nicht, sorry. Doch. Na ja, hey. Doch. Der ist gut. Der ist noch ein. Boah! Magst du ihn kurz vielleicht am Vorfahr hochziehen oder irgendwie so? Oh ja. Ah, oh, scheiße, das ist weg. Wurscht. Da unten. Ah, oh, ich glaube, der muss vielleicht essen. Ja, das ist das Problem, das hatte ich mit dem Adi letztes Mal auch. Oh, eigentlich müsste man ihn einfach schnell cachern. Ja, ich verstehe schon. Ich würde mir den Spot auch kaputt machen. Der ist auch wieder gut. Der ist auch wieder richtig gut. Ah, nee. Also ja, aber... Oh ja. Okay. Also, da kündigen wir gerade noch an, dass wir jetzt zum Hechtangeln fahren. Aber haben hier jetzt noch gerade so ein paar Boote abgeworfen. Und unter dem einen Boot war echt Barsch City. Haben jetzt einige Barsche gefangen, ein, zwei vom Boot verloren. Haben wir uns, ehrlich gesagt, das auch ein bisschen blöd angestellt. Hätte man einfach cachern sollen. War sicherlich einer auch über 30 dabei, jetzt nichts. Groß über 30, aber echt coole Fische, alle direkt unterm Boot rausgeknubbelt. Und ja, war auf jeden Fall eine witzige Sache. Jeder Wurf ein Fisch. Und jetzt suchen wir uns nochmal ein anderes Boot und schauen, ob da vielleicht nochmal so ein 30er kommt, den wir dann auch mal in die Kamera halten können.
Wow. Schau mal. Eitel oder sowas. Ah, ja. Oder Ränke, keine Ahnung. Friss ihn halt. Siehst du das? Ich weiß nicht. Das ist ja das nicht so voll. Keine Ahnung, was das war. Ich hätte fast Ja, richtig. Ja, aber das sah mir aus wie ein Ränken. Das war nicht schlecht, 40, 50. Oder ein Perlfisch. Aber ich weiß nicht, ob es die hier gibt. Passe? Ich will nicht. Ist ein guter, oder? Ja. Nein! 50er. Ein Klodeckel auf den freien Mann. Und auch noch regulär gehakt, oder? Ja. Petri. Hey Petri, danke. Der ist sogar zu groß zum Köderfisch sein. Perfekt. Also das wahrscheinlich beste Barschangeln meines jungen Barschangellebens bisher habe ich gerade erleben dürfen. Das war echt Hammer. Also selbst der Martin, Experte hier im Barschangeln, sagt, das war gut. War sehr gut. Echt bis ungefähr 30 cm Größe, vielleicht ein, zwei ein bisschen größer, die wir dann sehr schnell released haben. Das ist ja auch immer wichtig, gerade im Wasser schon zu releasen. Sicherlich jetzt heute an die 60 Fische gefangen, 60 Barsche. Also richtig gut. Am Ende des Tages ist auch viel auf den Hypotees in 6,5 cm, in diesem Motoroil und du auf den Shadies in 5 cm. Und ja, jetzt haben wir noch 2 Stunden Angelzeit und jetzt widmen wir uns natürlich nochmal dem Freiwasser und den Großhechten und schauen wir mal, ob da noch einer kommt. Ende unseres Traunsee-Trips, unseres 2-Tage-Trips hier an den Traunsee, möchten wir euch noch mal kurz das Hecht-Tackle zeigen, mit dem wir gefischt haben, nur um das Ganze zu vervollständigen. Barsch-Tackle haben wir euch schon gezeigt. Ja, gehen wir doch mal kurz durch, mit was wir gefangen haben. Vielleicht ganz kurz vorneweg. Dieses Wochenende waren die kleinen Köder die ganz klar besseren. Also 16er Shaties hat eigentlich, nicht eigentlich, sondern hat alle Bisse gebracht. Ja. Farbtechnisch, vielleicht willst du da ein bisschen was zu sagen, was gut war. Genau, also wir haben in der, am Vormittag also die Hechten gefangen und da war es immer ein bisschen trüb, sage ich mal. Und da haben sie eigentlich die Farben, was ein bisschen einen UV-Anteil und ein bisschen grellere Farben gehabt haben, haben sie da eigentlich bewährt. Also wie gesagt, der 16er Shetty in der Gräs war eigentlich die Macht und wie gesagt, hat auch die Fisch gebracht. Genau, Headlight ist natürlich immer eine Farbe, die ganz gut ist. Oder hier diese Spezialfarbe, deren Namen ich immer noch nicht kenne, aber die hat beim letzten Trip ja schon was gebracht. 30 Gramm Köpfe haben wir benutzt, um ein bisschen tiefer zu kommen. Das war auch ja, eine ganz wichtige Sache. Ja. Gefischt haben wir die eben an 70 Gramm Routen bei mir. Genau, und die, du hast auf die Paar Lure, die W4, da legst du mal Nummer 1 Routen. Und ja, bis ihr gesehen habt, hat das ganz gut funktioniert. Hat ganz gut geklappt, genau. Ich habe es noch ein bisschen probiert hier mit meiner neuen Powercast. Mit der Tranks drauf, eben einer Big Bait Combo mit 22er Shaties und dann teilweise sogar, was ich richtig gut drauf war, mit dem 27er Shaties. Aber ich denke, die Hechte waren dieses Wochenende einfach zu sehr auf die kleineren Köderfische fokussiert und absolut. Haben ja, da ganz klar eine Präferenz gezeigt. Ein paar Vierbisse hatten wir auch noch den Headlight Shaties, ganz klassisch 16 cm, das ist das Blue Headlight, aber auch in der normalen Farbe. Und ja, das waren so die Köder und die Kombos, die wir gefischt haben. Genau. Vielleicht noch ein Tipp, schaut, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen Schlagschnur vor eurem Vorfahrt fischt. Vielleicht 1-2 Meter 040, 050er Fluro, dass ihr die Scheuchwirkung von der geflochtenen Schnur ein bisschen loswerdet, da der See doch recht klar ist, kann man sagen. Genau, ja. Genau, abschließend denke ich, kann man sagen, für einen Traunsee sind 3 Fische ja, immer gut. Top, muss man sagen. Einmetriger. Also, genau. Ja. Das ist der größte Freiwasserwurffisch auf Real Fishing und der kleinste in einem Video. Kann man gar nicht genau, machen. Muss man mal schaffen. Genau, und ja, beim nächsten Mal. Genau. Schaue ich dann, dass ich vielleicht auf 66 cm komme, das wäre ganz schön. Genau. Auch dem Ziele. So ist es. Barschtechnisch war es sowieso super. Ich ja, denke, absolut. Da haben wir absolut. Fast das Beste rausgeholt, was so ging. Ja. Unter den Booten sehr cool, gute Stückzahl und ja, hat uns
vor dem kompletten Frust bewahrt, als die Sonne mal wieder auf uns niedergebrannt hat. Weil das war eine Sache, die doch sehr, sehr anspruchsvoll war. Ja. Weil es war einfach extrem warm und wie ihr uns vielleicht anseht, haben wir gut Sonne abbekommen. Naja, dann wollen wir es gar nicht weiter in die Länge ziehen. Schaut bei Martin auf Instagram vorbei. Wenn ihr mal am Traunsee wart, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie es bei euch so lief, würde uns interessieren. Abonniert ihr uns für mehr Videos vom Hechtangeln, vom Freiwasserwerfen. Wobei jetzt wahrscheinlich erst in nächster Zeit wieder ein bisschen geschleppt wird, ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Gemütlich. Genau. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Servus. Servus.